Hallo, Frank Herzberg hier aus Brasilien. Ich freue mich, euch einladen zu können zu einem kleinen, kompakten Kurs, der ist 3 Solostücke für den Kontrabass. Der ist aus der Idee entstanden, dass ich vor einem guten Jahr einen Workshop gegeben habe, wie man Solostücke auf dem Kontrabass arrangieren kann. In meinem Unterricht ist es normalerweise so, wenn die Schüler zu mir kommen, dass wir am Anfang der Stunde ein Stück durchspielen. Durch den Online-Unterricht war das also plötzlich nicht mehr möglich. Der große Nachteil war, dass ich also mit den Schülern nicht mehr zusammen spielen konnte. Um das ein bisschen zu umgehen und eine Möglichkeit zu finden, zu spielen, habe ich den Schülern aufgegeben, die sollten am Anfang doch ein Solostück spielen. Und dabei ist zutage gekommen, dass viele wirklich Schwierigkeiten hatten, zum Beispiel die Form einzuhalten, in Tempo zu spielen und wirklich das Stück von Anfang bis Ende mal durchzuspielen. Daraus entstand dann die Idee, zu erklären, worauf man achtet, wenn man ein Solostück konstruiert, ein wenig über die Improvisation redet, über das, wie man die Form verinnerlichen kann, das ist sehr wichtig, und darüber redet, wie man darüber improvisieren kann zum Beispiel. Ich hoffe, wir sehen uns in dem Kurs. Der ist so angelegt, dass es einen Easy-Übungsplan gibt für Leute, die in den ersten paar Lagen gut zurechtkommen, aber eben noch nicht sehr nach oben spielen. Und dann gibt es einen Professional-Übungsplan, der dann auch die Melodie ein bisschen weiter nach oben nimmt. Das ist so etwa 1,5 Stunden Unterricht für jedes Solostück. Und dann sind die Übungen in einem PDF und die Videos für die Übungen sind auch in dem Kurs. Also kann man sich jede Übung einzeln anschauen und dann auch nachspielen. Ich hoffe, wir sehen uns also in dem Kurs. Tschüss!